In der Arctur Arena. Am Ende der Partie gegen die Alpine Junior High. Und damit, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück hier in Inazuma Eleven Go Schatten. Im letzten Part gab es hier ein ziemlich episches Match gegen die Alpine. Und ja, Trainer Evans ist zurückgetreten, weil da anscheinend irgendwas im Hintergrund am Laufen ist. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Sharp hat jetzt übernommen und da bin ich jetzt auch gespannt drauf, wie seine Trainingsmethoden so werden. Und die freuen sich. Da ist der Schluss, bevor man der Bild alles in der Backlölle geworfen hat. Der Reimertuschel, nur zu dir. Geschafft, wir haben es tatsächlich geschafft. Dann wäre das also geklärt. Unser nächster Gegner ist Raimon. Das ist Fußball, wie er sein soll. Es lebe der Widerstand. Ist auch jetzt spannend. Wusste ich jetzt gar nicht so, dass die so eingestellt sind, unser nächster Gegner. So langsam kann ich dein Gequassel von der Widerstandsbewegung nicht mehr hören, Brad. Langford hat recht. Es geht um unseren Ruf, nicht ums Fußballspielen. Ins Wespennest zu stechen ist nie eine gute Idee. Richtigen Fußball können wir immer noch spielen, wenn wir aus der Schule raus sind. Und dann bestimmt auch in einer Profiliga. Hat's nicht geheißen, dass für Sektor auch irgendwie den ganzen Fußball kontrolliert, beziehungsweise kontrollieren will? Also nix da. Der Profiliga wird's dann auch so ausschauen. Wenn man euch so hört, habt ihr hier gerade gar nichts gelernt? Habt ihr nicht gesehen, wie sehr Raimon gekämpft hat? Ah, jetzt klingelt's wieder ein bisschen. Da waren ja so Streitereien, ne, in dieser Mannschaft. Hört doch mal auf mit dem Gekeife. Entschuldigt bitte, seid ihr die Jungs von der Kirkwood Junior High? Ja, schon. Warum? Es wurden einige Maßnahmen eingeleitet, die euren Sieg im nächsten Spiel gegen Raimon sicherstellen sollen. Deswegen bin ich ab sofort euer neuer Trainer. Ihr könnt mich Aphrodite nennen. Kapitel 9. Drill und Feuereifer. Ist aber auch mal ein spannender Weg, um so ein Kapitel einzuleiten. Hatten wir in die Richtung noch nicht. Obwohl Trainer Evans abgeblieben ist. Das ist nicht fair. Ich dachte, er würde uns im Kampf gegen Fifth Sector unterstützen. Hat er ja. Immerhin hat er uns den Mut gegeben, uns überhaupt aufzulehnen. Ich weiß aber nicht, ob wir für Sektor alleine gewachsen sind. Ich hab's am Ende vom letzten Part angesprochen. Geht Erwins Kopf durch den Stuhl? Schaut schon so aus. Das habe ich nicht angesprochen, sondern man mag vielleicht jetzt glauben, warum sind die alle so niedergedrückt? Hey, wir haben Sharp und los kämpfen wir und alles dran. Ist ja schön und gut, aber im ersten Moment ist das nicht so einfach zu verdauen. Es wäre ja schön, wenn die Revolution so richtig in die Gänge käme, solange wir noch an der Schule sind. Vergesst Evans, der war doch sowieso nur unnötiger Ballast. Was? Sag das nochmal, ich warne dich. Ich sage es so oft ich will, du Dumpfbacke. Jetzt fangt nicht so an. Die beiden sollten ihre Betriebstemperatur mal etwas herunterfahren, stimmt's, Ricky? Ich war ein ganzes Jahr weg und ihr zankt euch immer noch wie kleine Kinder. Werdet erwachsen. What the fuck? Hey, was ist denn? Ich sehe hier nur ein kleines Kind. Ihr dürft raten, wer es ist. Sein Name fängt mit R an und hört mit Yoma auf. Yoma. Was für ein Name, Yoma. Die Yo-Oma. Okay, ich lasse das schon. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als Trainer Sharp zu vertrauen. Und jetzt los, Zeit fürs Training. Das ist eben auch die Sache hier. Das irritiert so, dass er seinen Schädel im Stuhl drinnen hat. Jetzt nicht mehr, aber vorher. Stimmt aber auch. Muss ich jetzt Jade schon irgendwie recht geben, weil immer den Schlaumeier spielen und so sagen, jetzt werde mal erwachsen und bla bla bla, das ist auch nicht wirklich erwachsen. Ohne Trainer Evans wird es sicher nicht wie dasselbe. Ohne Trainer ist es nicht dasselbe, aber Trübsal zu blasen hilft nicht. Trainiere im Stadion. So, bevor ich es vergesse, spreche ich es jetzt an.
Nämlich dämlich, ich glaube, ich wollte das im letzten Part ansprechen am Anfang bei der Begrüßung. Vielleicht habe ich es gemacht. Keine Ahnung, ich sag's jetzt nochmal. Auf jeden Fall habe ich da ja schon Standardbegrüßung hier in dem Projekt eingebracht. Aber ich muss sagen, da möchte ich ein bisschen was abändern. Nämlich von meiner Tonfolge von der Lautstärke oder wie ich mich ausdrücke. Weil ich muss schon ehrlich sagen, ich habe, was ja auch irgendwie gut ist, ne, so mit Schmackes dahinter, so herzlich willkommen. Aber so beim Video nochmal durchchecken nach dem Bearbeiten, habe ich mal kurz so dann auf Twitter geschaut, habe ein bisschen vergessen, dass ich das im Hintergrund laufen habe oder so und das Video gestartet habe. Und das hat mich so erschreckt. Ich glaube, das lasse ich, weil wenn ich jetzt mal mir vorstelle, dass ihr mal so ein Video einschaltet und dann schreit euch da jemand so entgegen. Das kann einen schon ziemlich reißen, nicht? Ich glaube, das lasse ich einfach. Ich bleib bei dem Sätzchen, sagen wir es mal. Aber ich werde nicht mehr mit so Schmackes anfangen. Weil da muss man ja sich irgendwie vorbereiten. So, hat sich hier was geändert? Ich glaube nicht. Und gut, dann trainieren wir mit dir. Heute haben wir ein paar neue Übungen im Trainingsprogramm. Es geht los mit Liegestützen, dann kommen Kniebeugen, Sit-Ups und zuletzt Sprints. Keiner hört auf, bevor ich es sage. Klar? Los geht's. Oh Gott. Das ist eben jetzt die Sache. Ich glaube, seine Trainingsmethoden sind ganz anders. Haben sicher auch seine Berechtigung, aber wenn ich mir mal so vorstelle, ich habe zum Beispiel so, sind das Sit-Ups, wo man die Bauchmuskeln trainiert? Da gab es auf jeden Fall besonders früher ein paar Übungen, die ich überhaupt nicht gemocht habe. Wenn man dann einen so zwingt, das ist auch manchmal nicht so von Vorteil, weil man muss ja irgendwie die Moral aufrechterhalten. Das ist ja genauso wichtig wie die Technik, wie fit zu sein. Was? Wir müssen das alles machen? Na, das haben wir früher auch gemacht, so Sprintübungen. Das ist ja mal noch nicht so schlecht. Ist das nicht völlig übertrieben? Das nennt der Fußballtraining so ganz ohne Ball? Na, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben. Es muss ja nicht immer mit Ball in Verbindung gebracht werden, so ein Fußballtraining. Jetzt eine Sprungübung für dich, Lappe. Ich möchte, dass du dreimal so hoch springst wie deine eigene Körperlänge. Ja gut. Warum nehmen sie denn gerade mich so hart dran? Und dann zieht jeder von euch einen Reifen mindestens 10 volle Feldlängen hinter sich her. Alter. Chang, du ziehst 3 Reifen. Was, 3? Und danach macht ihr 100 Sprints, verstanden? Dann los. Alter. Oh Mann, ich habe vergessen, wie viel ich schon gemacht habe. Ja, woher weißt du's? Keine Ahnung. Ich schaffe es kaum, bei mir selbst mitzuzählen. Hat sicher schon irgendwie seine Berechtigung, aber gleich am ersten Tag so zu übertreiben. Puh. Ich ja nicht mehr. Quatsch, das denkst du nur. Aber du bist noch lange nicht am Limit, also mach weiter. Ist es dann nicht irgendwie die Arbeit vom Trainer, mit dem Schüler zu arbeiten, dass der Schüler selber dann realisiert, dass er am Limit ist, dass er da ein Gefühl bekommt von Limit erreicht oder nicht? Ob das so die richtige Methode ist? Ist auch spannend, ne? Verstanden. Gut, das reicht für heute. Dann geht der Kommentar los. Bist du auch so fertig, Aaron? Nachsicht scheint für Trainer Sharp ein Fremdwort zu sein, was? Mir geht's gut. Warum musste ich als einziger dreimal so hoch wie meine Körperlänge springen?
Naja, er hätte auch sagen können, wer ist der Größte hier in unserem Team? Sagen wir mal Wanli. Dreimal die dreifache Länge von Wanli springen, please. Jetzt sofort. Vielleicht will er sich nicht mehr in der Mannschaft haben. Ach, Aitor. Ach, ich kann mich wieder erinnern. Was? Nein, das würde er nicht tun. Er würde mir das nicht... Ich muss aber auch sagen, okay, schön und gut seine Trainingsmethoden, aber wenn sowas passiert, das ist eigentlich auch irgendwie ein No-Go. Der Trainer hier ist eigentlich verantwortlich für die Kinder und wenn dann einer irgendwie so zusammenbricht und dann einfach schon längst gegangen ist... Boah. Was ist los, Schiepe? Oh nein, schnell, in den Sanitätsraum mit ihm. Los, packt mal jemand mit an. Ich hoffe, du hast gute Gründe für deine harte Linie, Jude. Die werden sich noch alle verletzen, wenn du so weitermachst. Ach, die können das schon ab. Und es wird dafür sorgen, dass sie das nächste Spiel gewinnen. Dass Aphrodite jetzt der Trainer von Kirkwood ist, hast du doch bestimmt schon gehört, oder? Das habe ich mitbekommen, ja. Er soll extra vom Fifth Sector angeheuert worden sein, um Reimann zu schlagen. Was er in der Asienliga geleistet hat. Ach ja, das ist ja der Plot-Twist Koreaner. Voll vergessen. Das war so ein übelster Plot-Twist. Das hat irgendwie mein Gehirn völlig Finger in Loch. Ja, dass ich mich gar nicht mehr dann erinnern kann an das. Das war sowas von episch. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ihr müsst das unbedingt nachholen, weil das war, im dritten Spiel war das ja, das war so richtig epischer Plot-Twist. Der beste Plot-Twist, den ich je erlebt habe. Alle Teams, die er trainiert hat, waren erfolgreich, ausnahmslos. Deshalb stehen die Chancen von Reimann gegen Kirkwood schlecht, wenn er der Trainer ist. Äußerst schlecht. Als wäre das jetzt was Neues. Unsere Chancen waren bisher immer schlecht, aber haben trotzdem es geschafft. Besonders wegen unserer Mentalität. Und mit dieser Linie ist ja schön und gut, dass man jetzt woanders seinen Fokus hin versetzt, aber wenn dann die Moral drauf geht, ist das auch nicht so gut. Um Kirkwood zu schlagen oder überhaupt irgendjemanden, muss das Team jetzt richtig Fahrt aufnehmen, sonst ist alles vorbei. Na, ich hoffe, du weißt, was du da tust. Hey, Schiepe, wie geht's dir? Tut mir leid, Erwin. Ich kann nicht mehr weitermachen. Ich pack das einfach nicht. Du meinst es ernst, was? Ich bin einfach überfordert. Ach komm, gib Rainer Sharp doch eine Chance. Er könnte gute Gründe dafür haben, dass er uns so in die Mangel nimmt. Ich weiß nicht. Rainer Sharp hat sich bestimmt etwas dabei gedacht, uns so viel ohne Ball trainieren zu lassen. Deshalb sollten wir da mitziehen. Ich habe alles versucht und immer mein Bestes gegeben, wirklich. Aber den Trainer scheint das nicht zu interessieren. Das meine ich eben mit der Moral. Ich kann der Schiepe auch sehr gut nachempfinden. Besonders nachdem Mark hier woanders seinen Stellenwert, seinen Fokus gelegt hat, in seiner Erziehung, sagen wir jetzt mal, in seinen Trainingsmethoden, da stand viel mehr Wertschätzung dahinter. Und wenn dann irgendwo so einer daherkommt, der keine Anzeichen macht, irgendwie Wertschätzung zu zeigen, das kann schon ziemlich auf die Moral gehen. Das kann ich auf jeden Fall, das kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Also glaubst du, dass er dich nicht für einen wichtigen Spieler hält? Du hast es in jedem Fall leichter, Erwin, weil du deinen Kampfgeist hast. Hackt der Trainer nicht auf dir herum. Ich dagegen kann mich zerreißen und trotzdem ist es nicht gut genug. Du wirst es nie verstehen. Also geht, lasst mich in Ruhe. Schiepe. Da beginnt es schon zu bröckeln, die Moral. Bin ich jetzt auch gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird.
am Tag darauf. Ich glaube, ich weiß, wie das Ganze dann wieder in Ordnung gerückt wird, aber das war dann eher, glaube ich, Zufall. Oder war das mit Absicht so eingeplant? Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich habe vom Training gestern einen wahnsinnigen Muskelkater in den Beinen. Ah, das kann ich auch sehr, sehr nachempfinden, dass sowas ekelhaft sein kann. Dann fühlt man sich teils wie so ein unbeweglicher Roboter beim Gehen, weil alles irgendwie wehtut. Kommst du da mit Karl? Wie heißt denn der Karl? Keine Ahnung. Heute könnte nämlich wieder ein hartes Training anstehen. Vielleicht sogar noch ein härteres. Keine Sorge, ich werde die Qual mit einem Lächeln ertragen. Schön, dass Schiepe doch noch aufgekreuzt ist. Freu dich da mal nicht zu früh. Aber jetzt los, ab zum Training. Jawohl, Chefin! Ach so, die sind da vom Club. Nanu, sind die nicht vom Kendo-Club? Warum wären die wieder wichtige? Hey, du bist doch dieser Junge aus dem Fußballclub. Stimmt's? Vielleicht kannst du uns helfen. Es geht um Nishiki. Der Karl hat sich in unserem Dojo eingeschlossen und lässt niemanden rein. What the fuck? Ich weiß nicht, was sie ihn geritten hat. Jedenfalls rumst, kracht und rumpelt es da drin. Ganz schön. Was flüsterst du mir dazu, Senpai? Stimmt ja. Also, genau genommen rumpelt es nicht. Es rumst und kracht nur. Ja, das ist ein großer Unterschied. Danke, dass du mir das erzählt hast. Fakt ist in jedem Fall, dass er anscheinend nicht vorhat, diesen Zirkus bald zu beenden. Könntest du mal ihn da rausholen? What the fuck geht da los? ist gut, mal sehen, was ich da ausrichten kann. Okay. Der Römer hat sich im Dojo eingeschlossen. What the fuck? Und hier. Ein Schnatterer, natürlich. Ein Schnatterer. So. Heutiges Training, okay. Jetzt, wo Mark weg ist, liegt alles in deiner Hand, Jude. Boah, das Training war echt hart. Mir tut alles weh. Bäh. Nee. Was? Nee. Och, no, nö. Also, och, nö. Du weißt schon, dass Trainer Sharp alles lesen kann, was du hier schreibst, oder? Nach diesem Training spüre ich jeden einzelnen Muskel. Kennt jemand eine gute Salbe? Was hilft denn eigentlich dagegen? Nehmen die Profifußballer nicht irgendwie immer so ein Bad nach so einem Spiel? Oder dehnen natürlich, oder massieren? Ja. Haben wir so einen Masseur? Ich glaube nicht. Ich habe eine von meiner Mama, die hilft total gut gegen Muskelkater. Ich nehme immer Wärmepflaster. Bei mir helfen die. Ja. Gibt's auf jeden Fall einige Sachen. Ich weiß jetzt gar nicht so, was alles helfen kann und was nicht. Da bin ich jetzt persönlich gerade ein bisschen überfragt. Wobei, da bin ich mir auch immer jetzt unschlüssig, wann man dehnen soll nach dem Trainieren. Soll man das unmittelbar danach oder während dem Trainieren oder am Abend nach dem Training oder erst in der Früh nach dem Aufstehen nach dem Training? Ich glaube, ich habe in meinem Leben jetzt schon das ein oder andere gehört und deswegen weiß ich es gerade nicht so recht. Ich sehe gerade, die 20 Minuten sind vorüber. Ja. Deswegen würde ich sagen, im nächsten Part suchen wir im Dojo nach Ryoma. Und die Sache spitzt sich hier auf jeden Fall wieder sehr, sehr zu. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr sogar. Wie sehr das sehr, 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 sehr kein... Tschüss. Baba.